die Aufstellung, die Maren Meinertz gewählt hat. Also das ist die erste Elf, die auch schon gegen die USA gespielt hat. Mit den jeweiligen Torschützinnen, mit Lena Petermann und mit Theresa Panfil, die ja auch zur Spielerin des Spiels gewählt worden ist gegen die USA. Es gab die kurze Überlegung, vielleicht zu rotieren, aber man hat sich im Trainerteam darauf verständigt, dass das im Moment die besten Elf sind. Cuestali Alvarado aus Mexiko, so heißt die Unparteiische, 39 Jahre alt. Und die deutsche A-Nationalmannschaft hat mit ihr Erfahrungen gemacht. Eine Erfahrung hat die A-Nationalmannschaft um Sylvia Knight mit dieser Unparteiischen aus Mexiko gemacht. Und zwar keine gute. 2011 bei der Heim-WM im Viertelfinale pfiff sie dieses Spiel, das Aus der deutschen Mannschaft gegen Japan, dieses 0:1 nach Verlängerung in Wolfsburg. Die beiden Kapitäninnen, Lina Magul, die 19-Jährige auf Seiten der deutschen Mannschaft und auf Seiten der Chinesinnen Bayan Zhu, spielt in Shanghai. Das ist die Elf von Yun Wang, vom 39-jährigen Trainer. Es gibt insgesamt drei Wechsel, unter anderem die Torschützin, die von der Bank kam gegen Brasilien, ist jetzt in der ersten Elf mit der Nummer 11, Zhu Zhang. Sie bekommt also heute den Vorzug, spielt auch in Peking. Da haben wir den Trainer Yun Wang, sehr erfolgreich, selbst gespielt in China, auch dann beim Verein. Und das ist Maren Meinert, die Weltmeisterin von 2003. Seit Jahren kümmert sie sich um den Nachwuchsbereich mit Bettina Wiegmann zusammen. Die jeweiligen Bänke. Und dann kann es losgehen hier in Edmonton. Zweites Gruppenspiel der U20-Frauen-WM hier in Kanada für die deutsche Mannschaft gegen China. Die deutsche Elf spielt von links nach rechts und die Chinesinnen in Rot. Lina Magul gleich mal mit der ersten Aktion. Pauline Bremer. Man will konsequenter noch nach vorne spielen, variabler spielen. Das hat Maren Meinert bei all der guten Leistung gegen die USA nicht gefallen. Man hat auch hier und da schon ein bisschen zu viel zugelassen in der Defensive. Auch weil die Mannschaft mit einem Gegner, der weiträumig spielt, also der gute Diagonalbälle, lange Diagonalbälle schlägt, so ihre Probleme hat. Die Abwehr musste ja im Grunde genommen aufgrund von Verletzungssorgen auch umgestellt werden. Und wenn man das so berücksichtigt, hat die Verteidigung gar nicht so schlecht gespielt. Im Spiel gegen den Ball erstmal wieder ein 4-4-2. Das heißt, dass Lena Petermann mit Pauline Bremer das Fallchecking betreibt. So die ersten, die da versuchen, also zu stören. Lena Magul mit dem Ballverlust. Gleich von zwei, drei Chinesinnen umrahmt. Ja, Manju Wilde muss da ins Sprintduell gegen die Kapitänin, gegen Zhu, macht das aber gut. Manju Wilde, die eh ein klasse Spiel machte gegen die USA. Lena Magul, lange verletzt gewesen. Im Grunde genommen fast ohne Spielpraxis hier zur Frauen-U20-Weltmeisterschaft gekommen. Die Spielerin vom VfL Wolfsburg. Theresa Panfil, die den Sack zuschnürte gegen die USA mit ihrem Treffer zum 2:0. Magul, Petermann, guter Einsatz
von Sarah Debritz. Felicitas Rauch mit Maike Kemper. Ich habe gesagt während des Kommentars gegen die USA, irgendwann in der zweiten Hälfte, Maike Kemper, du bist der Wahnsinn. Was die rausgeholt hat, die Torhüterin des MSV Duisburg, das war schon erste Sahne. Felicitas Rauch. Eine Million Einwohner leben hier im Großraum Edmonton. Eine fußballbegeisterte Stadt im Übrigen. 26 Fußballclubs gibt es, über 27.000 Spielerinnen und Spieler. Also es hat hier schon durchaus Fußballbegeisterung. Im kommenden Jahr ja dann die große Frauen-WM. Erhoffen sich natürlich vielleicht die ein oder anderen des deutschen Teams eben in der Mannschaft von Sylvia Ney, die im Übrigen auch noch anreisen wird, mit dabei zu sein. Manjo Wilde vom SC Freiburg. Jüngst also von Werder Bremen in den Breisgau gewechselt. In die Bundesliga. Guter Einsatz von Sarah Debritz, Lena Magul. Debritz schon A-Nationalmannschaft gespielt, Europameisterin geworden. 2013. Rebecca Knaack mit Maike Kemper, Manju Wilde. Ja, der Fehlpass darf so nicht unterlaufen in der Vorwärtsbewegung. Sehr gut aufgepasst von Rebecca Knaack. 96er Jahrgang, 18 Jahre jung, der eigentlich im defensiven Mittelfeld zu Hause ist. Aber aufgrund eben der Personalproblematik im Vorfeld des Turniers spielt sie jetzt an der Seite von Margareta Gedeon in der Innenverteidigung. Erste Ecke China. Ah, nicht so ungefährlich, wenn der Ball da durchflutscht. Dann kann ganz schnell Unordnung und Zuordnungsprobleme herrschen. Richtig, dass Bremer da hinterher geht. Die Chinesinnen haben sich auch entwickelt im Juniorinnenbereich. Maren Meinert hat die Partie gegen Brasilien hier im Stadion verfolgt. Gegen Brasilien war das dann die anschließende Partie. Hier im Commonwealth Stadium. Die USA spielen ja auch gegen Brasilien hier im Anschluss, ebenfalls hier. Und da hat sie erkannt, dass sein Team, der viel dafür getan hat in den vergangenen Jahren, nicht mehr so positionsgetreu Fußball spielt, heißt klein-klein, sondern eben auch weiträumig in der Lage ist, die Bälle zu verteilen. Zudem deutlich athletischer geworden, physischer auch vor allen Dingen. Das ist keine leichte Aufgabe. Gute Bewegung, Lena Magul übernimmt, schade. Das ist die Athletik, die Physis der Chinesinnen, die natürlich auch Selbstvertrauen sich geholt haben, ob des späten Ausgleichstreffers gegen Brasilien. Gutes Spiel war das im Übrigen. Viele Torchancen. Chinesinnen hätten auch die Partie gewinnen können. Genauso wie die deutsche Mannschaft die Partie gegen die USA hätte verlieren können. Das ist dem Team auch bewusst gewesen. Das hat mir Maren Meinert heute nochmal persönlich gesagt. Bestätigt. Sarah Debritz jetzt mal über rechts. Gut dagegen gehalten.
Wer hilft? Debritz macht's alleine. Sehr gut gespielt. Lena Margul, jetzt haben sie Überzahl. Lena Margul legt nochmal ab, das muss sie selber machen. Nochmal der Nachschussversuch, aber genau das sind die Dinge, die Maren Meinertz vor dieser Partie gemeint hat. Klar, lobenswert die Uneigennützigkeit, nur da ist sie durch und dann muss sie den Abschuss selber suchen, steht frei vor der Kiste. Und dann will sie nochmal ablegen, das ist dann zu verschnörkelt. Aber guter Einsatz vorher von Sarah Debritz. Die schon vor 2 Jahren bei der U17-Weltmeisterschaft in Aserbaidschan internationale Turniererfahrung sammeln konnte. Lina Margul. Im April auch ihren Vertrag verlängert in Wolfsburg bis 2016. Beim Champions League-Sieg der Wolfsburgerinnen konnte sie aufgrund ihrer Verletzung Sinusmose-Bandanriss nur zugucken. Guter langer Ball, sehr stark, das ist die Chance zur Führung, das ist sie. Pauline Bremer, 1:0 für die deutschen U20-Mädels. Da hat sie sich verschätzt, die Keeperin. Fai Fai Lu, hier der lange Schlag und dann Bremer spekuliert richtig. Während die Abwehr aufhört zu laufen, ist sie diejenige, die diesen wunderbaren langen Ball exakt auch mitnimmt, die Ruhe bewahrt, genau weiß, was sie tut. Exzellent. Erstes Turniertor für Pauline Bremer. 6. U20-Länderspiel, 6. Tor, blitzsaubere Quote. Und zuletzt bei der U19-Europameisterschaft. Also es ist so das Qualifikationsturnier, hat die deutsche Mannschaft im Halbfinale den Französinnen unterlag, 6 Tore erzielt, Top-Torschützin geworden ist bei diesem Turnier. Guter Beginn, toller Beginn. Margul. Gut von Petermann, das ist ein Foulspiel, dementsprechend Freistoß. Lena Petermann, ja. Da kommt Mengwen Lee. Zu spät. Auch neu in der Anfangsformation der Chinesinnen. Spray wird es im Übrigen auch bei der UEFA geben, werden wir sehen, dann zum Beispiel kommende Woche Supercup, der europäische, dann auch in den EM-Qualifikationsspielen. Sarah Debritz, die Linksfüßerin, gibt Ecke. Die Ecke. Ja, da ist viel los. Vor Lu, der Keeperin. Ja, ein bisschen zu ungestüm. Von Rebecca
Knack. Von Bayer Leverkusen. Erreichte mit der U17 bei der Weltmeisterschaft den vierten Platz. Gutes Vorchecking, gutes Gegenpressing der deutschen Mädels. Ball beim Aus, ja. Noch einige chinesische Fans hier im Stadion, im Commonwealth Stadium. 2002 gab es hier schon die Weltmeisterschaft, damals noch die U19. Zwischen der USA und Kanada, da waren fast 50.000 Zuschauer im Stadion. Die USA gewann das Finale. Wieder ein sehr guter, direkter Vertikalpass auf Bremer. Und was sie gut machen, sie entwickeln dann schnelle Überzahl. Das heißt, sie rücken mit nach. Gutes Umschaltverhalten. Anjo Wilde. Jetzt klares Übergewicht für die deutsche Mannschaft. Debritz. Oh, gute Flanke, super Flanke. Das wird nicht abgepfiffen, aber das. Theresa Panfil, auch von Bayer Leverkusen. Im Sommer 2013 vom 1. FFC Frankfurt nach Leverkusen gewechselt. Auch schon ein Bundesligator erzielt gegen die Bayern im April. Kleiner Wirbelwind, Theresa Panfil. Nächstes Jahr steht das Abi an. Geht's ans Sportgymnasium in Leverkusen. Kann also den Fußball und die Schule perfekt miteinander verbinden. Chinesinnen agieren alle in der Heimat in China. Zuweil einige schon auch in der höchsten Frauenklasse dort in der Super League gespielt. Maike Kemper. Die hat so ein gutes Auge, ein so gutes Torwartspiel schon. Ich denke, dass die Duisburger Trainerin Inka Grings da ganz genau hingucken wird und sich auch freut, ob der Leistung von Maike Kemper. Es gibt natürlich auch dieser neu formierten Defensive einen extrem starken Rückhalt. Ja, trotz des Vorcheckings der Chinesinnen lösen sich die Deutschen richtig gut. Lina Magul. Viel Bewegung auch vorne, ohne Ball. Einige Positionsrochaden. Knack. Dion. Knack. Margareta Gideon aus Essen. Wilde. Ja, schade. Idee war gut. Deswegen gibt es auch den kurzen Applaus von Maren Meinertz. In China ja der Männerfußball nicht wirklich erfolgreich, gerade wenn man sich über die Nationalmannschaft unterhält. Einmal für eine Fußball-WM qualifiziert. Zu dem Weltenbummler Bora Milutinovic 2002. Aber da ging es dann nach der Vorrunde wieder nach Hause. 0:9 Tore. Ari Hahn war mal da. Im Vereinsfußball
vielleicht der größte Name, Wang Zhu, wo jetzt Marcello Lippi, der Weltmeistertrainer von 2006 Italiens, im Amt ist. Aus zwei bekannten Italiener unter Vertrag, Alberto Gilardino und Alessandro Diamanti. Natürlich sitzt auch da ein potenter Geldgeber dahinter, hinter dem mehrmaligen Meister in China. Auch die asiatische Champions League gewonnen. Also da tut sich so ein bisschen was. Auch ein Lucas Barrios, der ehemalige Dortmunder, war ja mal dort unter Vertrag. Schnell ausgeführter Freistoß. Das ist clever gemacht. Ja. Abschluss ist da. Von Sarah Debritz, die also heute mehr über rechts kommt, um dann auch nach innen ziehen zu können mit ihrem starken linken Fuß. Teresa Panfil kommt mehr über links. Jetzt müssen sie hinten ein bisschen aufpassen. Maike Kemper, oh, bekommt noch einen kleinen ab, aber nichts Schlimmes. Die hat so eine Ruhe, die sie ausstrahlt, das ist schon wirklich bemerkenswert. Etwas mehr als eine Viertelstunde vorbei. Verdiente Führung für die deutsche U20-Frauen-Nationalmannschaft hier gegen China. Mehr Spielanteile, gefährlichere Aktionen, variableres Spiel. Und konzentriert vor allen Dingen. Gut, eine Ausnahme hat es gegeben, gleich in der Anfangsphase. Der Fehlpass in der Vorwärtsbewegung von Manju Wilde. Aber Margot hätte schon das 1-0 machen müssen. Dann war es dieses Traumzuspiel, ich meine, von Margarita Gedeon auf Pauline Bremer, das dann zur 1-0-Führung sorgte. Verliert sie das rauf. Yao. Die Chinesinnen waren auch zuletzt mal in Deutschland, haben dort gegen vier Frauen-Bundesligisten gespielt. Da sagte Marin Meinert, ja, so viele Informationen dann sich zu holen, ist gar nicht so einfach, weil die kommen dann meistens so mit 40, 50 Spielerinnen nach Deutschland. Es ist die Chance dafür, das zweite 3-auf-1-Situation. Pauline Bremer. Hier stark von Teresa Panfil, jetzt mal wieder auf der rechten Seite und dann setzt sie gut den Körper dazwischen, Pauline Bremer. Nächste gute Chance für die deutsche Mannschaft. Klar mehr Ballbesitz, Sie sehen das, fast 70%. Greifen auch sehr früh an. Da muss natürlich auch die Absicherung passen, wenn die Chinesinnen zum Beispiel eben dann die Diagonalbälle anbringen. Das darf dann nicht zu groß werden zwischen den Linien. Ordnung muss gehalten werden. Ja, Achtung! Das ist so das Spiel der Chinesinnen, die dann eben verlagern. Das hat man auch gegen Brasilien gesehen, diese Flanken aus dem Halbfeld. Und da schießt Felicitas Rauch
Rebecca Knaack an. Eckball gibt es. Gerade die Spielerin mit der Nummer 13 bei den Chinesinnen, Meng Wenli, die linke Außenverteidigerin, sehr offensiv denkend, unterspielend. Eckball durch Zhuaihu Lei. Kommt nicht so schlecht. Yao mit Liu, aber abseits. Rauch. Stebritz wieder über links, dann viel über rechts. Lina Magul, die sehr viel unterwegs ist, die Kilometer frisst. Panfil. Wilde, stark gemacht. Auch der Ball ist gut für Bremer. Setzt sich auch durch. Hat den Kopf unten. Macht aber instinktiv durchaus nicht das Verkehrteste, den Ball dort in den Rückraum zu spielen. Zhaohui Lei. Nummer 3, Xiongdong Chong, Kapitänin. Viel geht über die linke Angriffsseite der Chinesinnen. Der Britz. Und da ist jetzt so ein Loch. Das ist dann zu groß. Das war schon in die USA auffällig. Da fehlt dann die Absicherung. Guter Versuch. Und da hat sich Margarita Gideon etwas wehgetan nach dem Versuch von Jai Zhang. Aus Shanghai. Ja, das gefällt ihr nicht, Marin Meinert. Gesagt hat, Stimmung ist natürlich richtig gut. Man war auch so ein bisschen erleichtert, weil man im Grunde genommen in der Vorbereitungszeit alles auf das erste Spiel kapriziert. Das ist dann eben auch diese Krux vor einem zweiten Spiel, weil die Gedanken eben nur bei der USA waren. Die Leistung war dementsprechend gut. Und dann geht es eben darum, auch diese Leistung zu kompensieren, sie erneut abzurufen. Manchmal eben gar nicht so einfach. Wir haben das auch zum Beispiel festgestellt bei der U19-Europameisterschaft, zuletzt in Ungarn. Toller Auftakt für die deutsche Elf, die ja nachhinein Europameister geworden ist. Zweites Spiel gegen Serbien, sehr, sehr schwer getan. In der Nachspielzeit dann zum 2-2-Auslasstreffer gekommen. Auch da hatte man eben nicht die Leistung abrufen können. Das wurde dann wieder klar besser im dritten und dann logischerweise auch im Halbfinale und Finale. Bis zum nächsten Spiel, dann bis zum dritten, das weiß sie auch, hat man ein bisschen länger Pause. Das Spiel dann am kommenden Dienstag. Das letzte Gruppenspiel gegen Brasilien, dann in Montreal. Es geht morgen früh, Ortszeit 8.30 Uhr. Mit dem Flieger, mit dem Charter nach Montreal. Mit allen vier Mannschaften im Übrigen, die auch im selben Hotel wohnen. Ein bisschen außerhalb von Edmonton. Wenn man dann Gruppensieger werden sollte, geht zurück hier nach Edmonton. Zu 4 Stunden Flugzeit circa von Edmonton nach Montreal. Im Übrigen also Zeitverschiebung minus 8 Stunden. Heißt im Moment Ortszeit 17:30 am späten Nachmittag.
Ja, ein bisschen unterschätzt die Flugbahn. Margarita Gideon aus Essen. Kam 2010 ins Internat des SC Freiburg, jetzt also nach Essen gewechselt. Auch schon 20 Bundesligaspiele bestritten. Gideon, die gerade eine kaufmännische Ausbildung macht. Es war eben nicht so leicht herauszufinden, was so alle Chinesinnen treiben. Aber die chinesische Sprache nicht so mächtig. Dezente Informationen. Rückkommen ist jetzt ein bisschen zu blank. Chinesinnen, die sich wieder weiter nach vorne geschoben haben. Die jetzt Druck entwickeln. Und Regen. Genaue Zuspiele wichtig, ansonsten wird der Ball enorm schnell. Er muss jetzt schon gut in den Fuß kommen, beziehungsweise so gut getimt sein, dass der Ball dann eben noch erreichbar ist. Jetzt kommt hier richtig was runter in Edmonton. Regenschirme logischerweise ein wichtiges Utensil heute, genauso wie die Regenjacke. Gleich so mit 5 Spielerinnen in Rot, tief in der deutschen Hälfte. Manjo Wilde richtig gut dem Ball entgegengegangen. Theresa Panfil. Wilde. Die sich da ein bisschen zu spät vom Ball trennt. In den Zweikampf reingeht, unnötigerweise. Halbe Stunde schon wieder rum. Kurzweilig. Lina Magul. Panfil übernimmt. In der Mitte haben sie häufig Überzahl. Genauso wie jetzt auch. 4-3. Bremer. Sie spielen es dann noch zu ungenau zu Ende. Klares Foulspiel, heftiges Foulspiel. Gibt gleich gelb. Margarita Gideon bei der deutschen Mannschaft vorbelastet. Bei der nächsten gelben Karte für Gideon heißt es dann ein Spielsperre. Hier erwischt es die Spielerin mit der Nummer 14, Ruin Tan aus Guangdong, im Süden Chinas, eine Megastadt, 104 Millionen Einwohner, eine Stadt, 104 Millionen, gut, in China leben auch ein paar. Ja, jetzt auch Stand natürlich gefragt, es wird rutschig, Kunstrasen. Gut zurückgearbeitet von Pauline Bremer, die auch viele Meter macht. Lena Petermann, Diekmann war es, pardon, Rieke Diekmann im SV Meppen. Zweite Liga. Es fehlt ja eine ganz wichtige auch, Melanie Leupolz, leider verletzt.
zudem auch noch Sarah Romat und Merle Barth. Dementsprechend musste auch die Defensive umgestellt werden. Aber daran hat Marin Meinert keine Gedanken mehr verschwendet. Das ist völlig egal. Zeigt natürlich auch das klare Vertrauen in diese Mannschaft. Drei Lehrgänge hat es gegeben. Zuletzt den Hennef auch, wo man auf Kunstrasen trainiert hat, um sich eben schon mal an diesen Untergrund zu gewöhnen. Gutes Laufduell von Felicitas Rauch, die beim ersten FFC Turbine Potsdam unter Vertrag steht. Also Manjo Wilde geht mir zu häufig noch in den Zweikampf. Das muss sie klarer, das muss sie sauberer lösen. Macht sich das selbst unnötig Probleme. Und so können die Chinesinnen dann sofort Druck auf den Ball geben. Also das ist unnötig. Ball war schon im Seitenaus, Einwurf für die Chinesinnen, die sich in der Qualifikation so auch ihr Leistungsstand im Grunde genommen in den vergangenen Wochen und Monaten so ein bisschen inkonstant. Da war alles dabei. Gegen Südkorea 2-2 gespielt, dann gegen Nordkorea 1-2 verloren. Gegen Australien, da sagt der Trainer, das war der wichtigste Sieg eben in dieser Qualifikation. 2-1 gewonnen, dann 2-2 gegen Japan und 6-0 gegen Myanmar und somit als Dritter der Qualifikation hier sich für die U20 Frauen-WM qualifiziert. Nordkorea, Südkorea, noch die zwei anderen asiatischen Vertreter, außerdem zwei afrikanische, Nigeria, Ghana, Neuseeland ist mit dabei, vier aus Europa, das sind eben die vier Halbfinalisten der U19 Europameisterschaft. Titelträger der Kontinentale, die Französinnen, gegen England gewonnen. Finnland ist noch mit dabei. Zwei aus Südamerika, Paraguay, Neuling. Debütant bei einer U20-WM. Brasilien. Aus Mittelamerika, dann Costa Rica und Mexiko und dann die USA und Gastgeber Kanada. Nordkorea im Übrigen zweiter Erfolg, schon fürs Viertelfinale qualifiziert heute. 3-0 gewonnen gegen Ghana. Nordkorea, starke Juniorinnen. Pauline Bremer marschiert. Bringt sie den Ball gut rein, ja. Eckball, immerhin. Sehr laufintensiv. Beide Mannschaften mit hoher Laufintensität. Kommt sehr gut. Ja, richtig so. Guter Abschluss. Nach etwas längerer Zeit mal wieder. Diesmal von Rieke Diekmann. ...17 Jahre jung. Übrigens jetzt Abitur schon in der Tasche. Und den Führerschein. Wartet darauf, dass sie eben 18 wird und endlich Auto fahren kann. Das ist dann am 16. August soweit. Geburtstag soll hier gefeiert werden. Die Volljährigkeit. Finale am 24. August in Montreal. Also klare Chancen haben die Chinesinnen jetzt nicht. Auch wenn das Spiel peu à peu etwas ausgeglichener geworden ist. Also wirklich gefährlich wurde es tatsächlich noch nicht.
einmal ein bisschen, ja, Muzzle gehabt, als Rauch Knack anschoss. Aber ansonsten hat die Mannschaft nicht viel zugelassen. Dann eben im entscheidenden Raum. Selbst hat man es versäumt, auch nachzulegen. Möglichkeiten waren da. Sarah Däbritz. Sehr gute Hereingabe, gefährlich mit Schnitt. Zumindest ist sich ein bisschen gegenseitig. Pauline Bremer, ja, hat ein bisschen gekracht. Wilde, ja, hält noch ein bisschen fest, ja, muss Freistoß geben für China. Alles bis dato richtig gesehen von den Unparteiischen aus Mexiko. Alvarado. Däbritz. Das ist Petermann. Pauline Bremer war kurz im Abseits, hat das aber schnell gemerkt, gut gemerkt. Kein Foulspiel. Sagt die Unparteiische. Rechte Angriffsseite ist völlig verwaist. Magul kommt ein bisschen spät. Kemper noch dran und jetzt ist die Chance da und das Tor. Erstes Gegentor für die deutsche U20-Nationalmannschaft in der 40. Minute, der Ausgleich. Ich glaube, der war noch leicht abgefälscht von Lina Magul, aber da war wieder zu viel Platz. Kemper macht den Schritt vor, ist noch gut dran, die Latte mit dabei, aber dann ist sie natürlich chancenlos. Gegen Bayern Ju, der sich das natürlich nicht nehmen lässt. 1-1, unnötig. Ich hab's gesagt, also... Im defensiven Mittelfeld ist mir das manchmal, es war schon gegen die USA auffällig, bei all der Umstellung in der Defensive sind mir da doch zu viele Räume. Auch da ziemlich weit an, Abstände sind noch nicht wirklich akklimatisiert. Die Dominanz ist auch eben nicht mehr so da. Also seit etwas, ja, so würde ich sagen, 10 Minuten auf jeden Fall schon. Und es regnet hier und regnet. Da muss man sich durchbeißen. Gideon. Bei der letzten U20-Weltmeisterschaft von 2 Jahren in Japan, da marschierte die deutsche Mannschaft ja durch ohne Gegentor bis ins Finale. Und dann gab es eben das eine, das alles Entscheidende gegen die USA. 2010 bei der Heim-WM
hat man sich den Titel geholt. In beeindruckender Manier. Angeführt von einer Alexandra Popp. Eckball Deutschland. 2-0 gegen Nigeria gewonnen. So, hier noch. Oh, das Abseits. Das Abseits. Zuvor passiv, dann greift sie aktiv ein. Aus der Perspektive also irregulär, der Treffer. So, nochmal Eckball geben, diesmal von der anderen Seite. Sekunden noch bis zur Pause im Dauerregen von Edmonton. 1-1 zwischen Deutschland und China. Jetzt mal ein Setzen per Standard. Lu ist draußen. Hat schon eine Präsenz, die Torhüterin der Chinesinnen von Zhangzhou Huaidai. Das ist ihr Verein. Eine Minute Nachspielzeit wird es geben. Debritz. Zhangzhou. Eine Stadt im Osten Chinas, am Gelben Meer. Auch schlanke 80 Millionen Einwohner. Also der ganze Großraum. Immer vom Großraum gerechnet. Die ganze Provinz. Genauso wie eben Guangdong. Also nicht die Stadt selbst, das wäre ein bisschen viel. Und da 3 gegen 3, das haben sie häufig. Jetzt müssen sie links rüber spielen. Gut gesehen. Das ist die Chance jetzt für Debritz. Mach ihn rein, sie macht ihn rein. In der Nachspielzeit des ersten Durchganges. Sarah Debritz, wie wichtig ist das? Und jetzt haben sie es mal. Konsequent zu Ende gespielt mit Übersicht. 1-0 Chinesinnen rücken rüber. Debritz, Mutterseelen allein. Dann hat sie Zeit zum Nachdenken. Aber sie denkt nicht zu viel nach. Bremer mit der Vorarbeit. Und dann Sarah Debritz, da hat sie den Ball auf dem starken Fuß. Lässt sie die Chance nicht hier gehen. 2-1, die Führung wichtig. Auch fürs eigene Gemüt. So kurz vor der Pause. Und jetzt ist Pause in Edmonton. Also das ist wieder mal ein hochinteressantes Spiel. Kurzweilig, die deutsche Mannschaft führt mit 2-1 durch die Treffer von Pauline Bremer und Sarah Debritz. Aber seine Mannschaft hat hier und da schon mal getestet, wie es denn ist.